Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind schon am Arbeiten. Ich habe jetzt alle Bestellungen ausgedruckt und wir bearbeiten sie weiter. Und dann muss ich mich auch fertig machen. Hallo, mein Schatz. Hallo, goldig, Baby. Gell? Hallo, Baby. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg, die Isel abzuholen. Habe mich fertig gemacht. Ich bin bereit, mich fertig zu machen, aber muss die Isel holen. Und Pakete wegbringen. Das hat voll lange gedauert. Ich glaube, 2 Stunden haben wir gebraucht, alles fertig zu machen. Und jetzt muss ich dann heute noch das Video drehen zu Ende. Denn morgen muss es um 15 Uhr online kommen. Und ich habe ja nur einen Teil, weil ich den zweiten gestern nicht mehr geschafft habe. Mit den Kindern. So, wir sind zu Hause. Essen ist fertig. Die Itzi ist nonstop nur am Schmollen. Frag mich nicht, weshalb. Ich weiß es nicht. Seitdem ich sie abgeholt habe. Essen sieht auf jeden Fall super aus. Ich freue mich. Es war draußen nämlich echt kalt. Die Laune von Idi ist furchtbar, genauso wie sein Essen heute gewesen. Also mir hat es nicht geschmeckt, die Kinder haben es auch nicht wirklich gegessen. Und jetzt habe ich eine Brotscheibe mir gemacht. So ist das, wenn man mit ein bisschen schlechter Laune Essen macht. Es gelingt einfach dann nicht. So, meine Lieben, erstmal bin ich fertig. Bis auf die Haare, die mache ich jetzt noch. Die Achille isst die Suppe, die ist von der Suppe begeistert. Das ist gut. Jetzt mache ich noch schnell meine Haare. Da glätte ich sie einfach nur. So, und dann würde ich mal sagen, die Haare sind jetzt auch fertig. Jetzt muss ich noch ein bisschen was essen, weil ich bin unterzuckert. Das merke ich auf jeden Fall. Brot war ein bisschen zu wenig. Mache ich mir noch ein Brot und ziehe dann etwas an, was typisch für mich ist. Dann muss ich das Brot schneiden, Thumbnail machen und dann geht's los. Die Achille will nämlich heute in... Die Achille möchte heute ins Kino. Alles fertig? Baby dann. Ist auch fertig mit dem Mittagsschlaf. Wow. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen schwierig für mich. Oh, der Arme hat da voll viele Haare von mir. Ja. Aber süß ist er. Mein Gott. Hallo, Babyjan. Kann ich nicht küssen, ich habe Lippenstift. So, jetzt wird alles ein bisschen hektisch. Der Edi will nämlich mit den Kindern zum Kino. Die, oh nein, die Itzi, die Seven. Schatzi, du kannst nicht. Selin, komm her. Schatzi, komm. Ich habe keine Chance, irgendwas jetzt zu machen. Also, ich muss Video schneiden. Ich muss. Ja, gleich. Aber du kannst. Schatzi, du kannst nicht ins Kino, aber ich kann dir. Selin, komm her. Oh Mann. Selin, komm her. Komm, wir ziehen dich auch an. Toll, und dann? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt arbeiten soll. Ich muss sie mit irgendetwas ablenken. Schatzi, wollen wir was... Oh, jetzt schlägt der Kleine. Ich könnte jetzt direkt Video drehen. So ein Mist. Komm her, mein Spaß. Nein. Soll ich dir Kakao machen? Nein, Mama. Schatzi, du kannst weinen, aber bitte nicht so laut. Ja, aber die gehen ins Kino und Kino ist für große Kinder, mein Schatz. Mama. Hoppe, hoppe, reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Nein, Mama. Okay. Psst. Nicht so laut. Willst du Tee? Ja, Mama. Tee oder Kakao? Ja. Da wollen wir
Wollen wir Kuchen machen? Ja. Wollen wir Tassenkuchen mit Eis? Ja, Eis. Ehrlich? Komm, dann machen wir das. So, meine Lieben, dann denke ich mal, sehen wir schnell ab mit einem Tassenkuchen, weil der letzte, den wir gemacht haben, der war so lecker. Ihr glaubt es gar nicht. Lecker, 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 lecker. Machen wir das? Ja. Okay, check. Super, mein Bi. Ja. Mama, gib mir. Gleich. Gleich. Gleich, gleich, gleich. Gleich, gleich. Gib mir. Gleich, wir müssen das zählen. Zählen? Ja. Gib mir. Was ist, wir müssen das zählen. Zählen? Ja. Mama, Amia. Mhm. Lado, Mama Mia. Mama Mia. Here we go again. Mama. So. Oh. Opa, meine Waschmaschine. Ganze Haus bebt. Juppie, yo, juppie, yay, yay, yay. Ich bin fertig, die Sellen ist jetzt ruhig und Baby John ist jetzt wach. Das heißt, ein erneutes Drehen ist wieder nicht möglich. Und morgen muss das Video online sein. Ich weiß gar nicht, was das... Ja, warte mal. Guck mal, wie du jetzt aussiehst. Als hätte ich nicht schon genug zum Waschen. Wie sieht Prinzessin aus? So schön siehst du aus. Ich bin jetzt zu Hause mit sage und schreibe 3 Kameras. Und hocke nur zu Hause und muss eigentlich Video schneiden, was wirklich total uninteressant ist, wenn ich das jedes Mal filme. Und der Idi ist immer draußen und nie nimmt er die Kamera mit. Wenn ich das dann schneide, dann denke ich mir, super, unser Leben besteht aus Patricia schneidet Video. Oh Mann. Und dann gehen die auch noch ins Kino, was total süß ist. Wir haben keine Erinnerung, die wir festhalten können. Und die fahren auch noch mit Bus, also ein bisschen Action und so. Und welches Handy hat er? Nicht mal ein vernünftiges, womit man filmen könnte. Nein, er hat mein altes Samsung. Das ist Achilles Kleid, mein Schatz. Wo hast du das eigentlich her? Ach, hier ist das. Hier ist das lecker. Ja. Ja, aber die Farbe ist so komisch. Farbe toll nicht. Ja, ist ganz komisch. Komisch? Als wäre das irgendwann mal mit Rot oder sowas gewaschen worden. Hoppala! 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 Komm mal, glaube ich. Die sind echt. Selim, wie siehst du aus? Du, du kreischst wie ein Mädchen. Hey, du kreischst wie ein Weib. Ja? Bist ein Mädchen oder wie? Nein, du bist ein Junge, die kreischen nicht. Irgendein Vorteil muss es ja haben, einen Jungen zu haben. Hey! Ja, den ist total langweilig hier, ganz einfach. Selim, was hat... Also meine Lieben, wie ihr ja hört, ein Drehen ist vollkommen unmöglich. Auch ein Sitzen am PC geht nicht. Ich muss mit denen raus. Ein gewohntes Geräusch, oder? Er hält auch gerade die Kamera, deshalb fällt sich das Ganze so komisch. Er zieht voll dran. Ich wollte ihn hinlegen und in diesen 2 Minuten hat die Selin den Speicher so verunstaltet, dass ich die Tür gar nicht mehr aufkriege. So, er hat losgelassen. Ich bin so genervt. Die muss ich schon wieder umziehen. Hey, die da. So sieht sie jetzt aus. Für die nächsten 5 Minuten ist sie sauber. Ja, da kommt man nicht mehr durch. Ja, das hast du gemacht? Wir wollen mal ein bisschen an die frische Luft. Ne? Obwohl, da ist eine Hauptstraße oder irgendwie sowas. Frische Luft ist hier in der Gegend nicht wirklich zu finden. Geht die mit den Schuhen, die oben aus Stoff sind, in die Pfütze?
Heute ist nicht mein Tag. Selin, wo lang gehen wir? Na, hast du jetzt nasse Füße? Ja, ist klar. Bist du wahrscheinlich auch noch krank oder irgendwie sowas? Nein. Zieh deine Mütze wieder an. Mütze? Ja, die Mütze. Mama, nein, die Mütze. Komm. Nein, nein. Selin, es ist kalt. Zu den großen Bäumen da hinten, okay? Ja. Was denn? Selin, du siehst ja nichts mehr. Ja, genau, so machen. Nein. Okay, okay, sorry, sorry, sorry. Duff, duff, duff. Ah, bum. Ah, bum. Nein, 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 Juppie, juppie. Das muss ich irgendwie anders organisieren. Wahrscheinlich stehe ich demnächst einfach um 6 Uhr auf und mache mich bereits vor der Schule fertig und dann fange ich an zu drehen. So, meine Lieben, wir sind im Auto. Wir waren schon am Kino. Hier läuft der Idi. Ich habe ihn angerufen. Der ist immer noch da und die Vorstellung läuft. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass er dran ist. Seit mittlerweile 11 Minuten. Wir haben 17 Uhr, also 5 Uhr. Baby John schreit, wenn ich Motor ausmache. Deshalb bin ich bei Burger King hier und hole uns was, um die Zeit zu vertreiben. Heute dauert irgendwie alles länger und klappt nichts. Wisst ihr jetzt, weshalb ich immer so viel plane und die Hälfte nur schaffe? So, meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich möchte hier einmal Wäsche aufhängen. Die Kinder spielen noch. Baby Jan ist gerade ganz gut drauf, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob heute ein Video online kommt. Ich hänge die Sachen erstmal auf und dann versuche ich noch ein Video zu schneiden, aber es ist schon total spät und sehr, sehr kalt und sehr, sehr kalt draußen. Ich weiß nicht, ob das klappt oder nicht. Ich habe nur so viel zu tun und das andere Video ist auch noch nicht fertig. Ich glaube, ich würde es nochmal drehen müssen, das war mir zu viel Geschrei von den Kindern. Ja. Ich hätte es zu ihr gesungen. Okay. Aber nein. Also ja, aber wir brauchen noch einen Schuh. Ich habe vor dir noch was gesucht. Wie wollt ihr dir? Noch nicht. Noch nicht? Na, Schuhe. Nein. Oh, Mann, ich habe keine Ahnung, wo Schuhe sein können. Aber ich glaube, jemand ist da. Das wird schwer. Deshalb habe ich ja gesagt, ihr müsst die Sachen eigentlich sortieren und ordentlich haben. Ja, du musst jetzt aber auch wieder zurückgeben, ja? Du gibst das wieder zurück. So, meine Lieben, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, für die Sachen zu bügeln. Ich komme ja jetzt kaum hinterher. So viel habe ich jetzt zur Seite gelegt, also zusammengefaltet. Und das habe ich eben aufgehängt. Wow! Ich habe bestimmt ganz schön lange gebraucht. Hammer. Und im anderen Raum ist auch noch eine Wäscheleine. Das geht nur nicht. Und gleich noch Waschmaschine anmachen. Und am PC war ich immer noch nicht. Aber meine Haare esse ich auch. Lecker. Hallo, mein Baby John. Na, du hast es heute, hä? Nicht dein Tag heute, hä? Ich habe gerade die Kamera gefunden. Ich habe sie die ganze Zeit gesucht und sie lag bei der Tür im Zimmer. Ich saß bestimmt jetzt 3 Stunden am PC. Teilweise habe ich ein Video geschnitten, teilweise. Selin, räum weiter auf. Räum auf. Nein. Nein. Sie hat so viel hier. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es gefilmt hat oder nicht. Auf jeden Fall muss sie das Ganze jetzt aufräumen. Sie hat noch viel mehr angestellt. Wir haben die Hälfte schon weggemacht. Ja, mach das dahin. Ach, Selin, mach einfach dahin und weitermachen. Los, los, los. Keine Müdigkeiten vortäuschen.
Ich muss noch zur Waschmaschine. Ja, was soll ich jetzt mit der Brille? Hallo, Baby Jan. Ja, deine Schwester hört nicht. Ja, meine Lieben, ich muss ziemlich früh aufstehen. Deshalb würde ich mal sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ich werde nur noch Waschmaschine anmachen und mich abschminken und schlafen legen. Denn morgen früh muss ich wieder das Gleiche anziehen. Oh Mann, mir gehen die Hosen aus. Jetzt habe ich jedes Mal eine andere Hose angehabt. Vom Stil her immer gleich, aber dann doch anders. Ja, langsam komme ich ins Grübeln. Oder ist sie sauber? Die ist sauber. Ich glaube, ich ziehe morgen wieder die gleichen Sachen an. Also nicht wundern, wenn ich irgendwie aussehe, als würde ich ständig dasselbe anziehen. Ich ziehe das selber an, nonstop. Ich werde mich jetzt fertig machen. Gute Nacht. Du bist so süß. Mein Schatz, bist du. Ja, mein Schatz, bist du. Nicht nur, dass ich total unordentlich bin, übernehmen die ausgerechnet das.